Ich war ein Gott vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Sind die Verteidigungssysteme immer noch nicht einsatzbereit? Nein, Sir. Die haben immer noch Probleme mit der Stromversorgung. Die veralteten Systeme der Terraner sind den unseren einfach nicht gewachsen. Wenn wir das nicht bald in den Griff bekommen, dann können wir uns warm anziehen. Halten Sie die Augen offen. Selbstverständlich, Sir. Sie können sich auf mich verlassen. Deckoffizier! Hallo, Deckoffizier! Himmel, Dings und Wolkenbruch. Sir, sind die Jäger einsatzbereit? Natürlich, Captain. Wenn das Imperium angreift, dann werden sie es nicht allzu leicht haben. Gut, halten Sie mir hier alles am Laufen. Captain, bei mir ist immer alles am Laufen. Ich möchte mich nochmals im Namen von uns allen bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken, Gouverneur Beo. Ich befürchte bloß, dass Ihre kleine Palastwache mit den einfachen Partikelstrahlern nicht viel gegen die Panzerung unserer Feinde ausrichten können wird. Wir werden sehen. Meine Soldaten sind tapfer, auch wenn es nicht viele sind. Das bezweifle ich nicht. Aber wie Sie schon sagten, wir werden sehen. Zum Teufel! Hier Posten 3. Imperialen Sternzerstörer gesichtet. Wiederhole, das Imperium greift an. Danke. Halten Sie die Augen offen. Eure Exzellenz, es ist soweit. Captain, beginnen Sie mit Ihrem Angriff. Zu Befehl, Herr General. Thank you.
Bereiten Sie alles für unsere Landung vor. Es ist uns gelungen, in den Palast des Gouverneurs einzudringen. Wir werden ihn wohl bald verhaftet haben. Gut, Sergeant, ich werde ihn zur bedingungslosen Kapitulation zwingen. Und wenn er nicht will, dann hat uns der Imperator noch eine Alternativlösung geschickt. Ich verlange, mit jemandem in Kapitulationsverhandlungen treten zu können. So etwas gibt es nicht. Terus wurde von uns erobert und ist automatisch Mitglied des Galaktischen Imperiums. Ihre Regierung ist entmachtet und Sie sind verhaftet. Ich protestiere, ich bin über... Soldaten, legt an! Halt! Wir brauchen ihn lebend. Die Rebellen werden versuchen, ihn zu retten. Bei diesem Versuch werden wir sie vernichten. Zu Befehl, Lord Vader. Sergeant, sperren Sie diesen Kerl weg. Sehr wohl, Sir. Keiner bewegt sich. Sie jetzt zum letzten Mal, Gouverneur Beo. Wo ist Captain Cloudlighter? Und ich antworte Ihnen jetzt zum gefühlt 100. Mal. Ich kenne diesen Mann nicht. Beo, wenn Sie nicht bald reden, wird die Zivilbevölkerung leiden. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich mich von Ihnen hier zum Idioten stempeln lasse. Das waren Sie schon vorher. Das wirst du mir büßen. Genug von diesem Theater. Er will nicht, das sehen Sie doch. Kümmern Sie sich lieber um die Suche nach den Rebellen. Thank you.
Was war hier los? Oh nein. Sie müssen sie aufgespürt haben. Bewohnerin dieses Hauses. Ich weiß es nicht. Die haben mich doch gerade erst hier abgestellt. Ich merke es, wenn ich belogen werde. Wo ist sie? Ich habe nicht viel davon mitbekommen. Das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, den sie gesucht haben... So verfahren wir mit Verrätern. Hände hoch und Waffe weg. Sind Sie noch am Leben? Als ich Ihr Lichtschwert fand, befürchtete ich das Schlimmste. Das ist nicht mein, das haben Sie gebaut. Ja, weil ich Pläne dazu hatte. Aber meine Ausbildung ist doch noch gar nicht abgeschlossen. Ich kann doch noch nicht richtig damit umgehen. Sie haben mir gerade das Gegenteil bewiesen. Die Macht ist wirksam bei Ihnen. Hören Sie damit auf. Ich bin Soldat und nichts weiter. Trotzdem behalten Sie das Schwert. Ich werde langsam zu alt für solche Sachen. Sie brauchen meine Hilfe auf Terus. Ja, das Imperium ist wohl in diesem Moment mit einer Invasion beschäftigt. Ich nehme an, Vader und Dust leiten den Truppenbefehl. Das wäre eine einmalige Chance für uns, beide unschädlich zu machen. Vader ist stark, das wird sehr gefährlich. Ich kann Gouverneur Beo nicht im Stich lassen. Nicht nach allem, das er jetzt für uns getan hat. Meister Elvira, ich bitte Sie, wir brauchen Ihre Hilfe. Natürlich gehen wir zu Ihrem Schiff. Ich empfange ihn hier. Sehr wohl, Sir. Er ruft. Der Gouverneur wurde festgenommen, Meister. Terus ist in unserer Gewalt. Gut, Lord Vader. Nun müsst ihr Meister Elvira finden und vernichten. Cloudleiter ist auf dem Weg zu ihr. Sie wird hierher kommen. Aber lasst euch nicht von ihr überlisten. Nein, Meister. Diesmal wird sie mir nicht entrinnen. Gut. Thank you.
Schon wieder eine Aufklärungsdroide? Ja, schon wieder so einer. Die werden uns hier bald finden. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Aufgeben, Captain. Vorhin ging's ja auch. Sie müssen die Macht fühlen. Sehen Sie, es ist möglich. Unglaublich. Es war, als hätte ich die Strahlen gesehen, bevor sie abgeschossen wurden. Die Macht gibt ihnen die Kraft, die sie brauchen. Aha. Aber Vorsicht, Zorn führt schon dunkle Zeiten. Aber wie kann ich mich davor schützen? Indem sie immer Ruhe bewahren. Ich verstehe. Wir sind da. Gut, mir ist eh schon schlecht. Sie sehen besorgt aus, Captain. Es sind mehr Besatzungstruppen, als ich dachte. Wir werden es nicht allzu leicht haben. Wie wäre es mit dem Evaporieren? Meister, ich kann doch die Terraner nicht so einfach in den Händen des Imperiums lassen. Sie verlassen sich auf uns. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Schon in Ordnung. Auf jeden Fall brauchen wir einen Plan. Zuerst muss Feder unschädlich gemacht werden. Glauben Sie, wir können das schaffen? Wir sind wohl beide nicht stark genug, aber es reicht für eine Ablenkung. Dann müssen wir es versuchen und rechtzeitig verschwinden. Sei richtig, wir werden die nicht erreichen können. Gut, ich werde es zunächst mit Dust versuchen. Vielleicht können wir mit ihm als Geisel etwas erreichen. Meister Elvira. Was gibt es jetzt, Captain? Ich habe jetzt alle meine Truppen zusammen. Sollen wir mit dem Angriff beginnen? Unbedingt, ich warte auf den Treffpunkt. In Ordnung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wege die Macht mit euch sein. Und mit euch. General Dust, es gibt erste Hinweise auf ein mögliches Versteck der Rebellen im Wald, südlich von hier. Gut, dann senden Sie einen Trupp in diese Richtung. Zu Befehl, Herr General. Niemand geht irgendwo hin, Dust. Captain Cloudleiter.
Schön, dass Sie auch mal auftauchen. Lord Vader und ich haben schon nach Ihnen gesucht. Wie fürsorglich von Ihnen. Wo ist Vader? Im Keller bei Gouverneur Beo. Er versucht schon seit Stunden, von ihm herauszubekommen, wo Sie, genau Sie, sind. Ich werde ihn rufen. Wissen Sie, ich will ihn jetzt eigentlich gar nicht sehen. Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie mit. Das ist entkommen. Wir müssen unseren Plan ändern. Da müssen Sie schnellstmöglich zurückkommen. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Das hilft nicht, wenn er alarmiert ist. Wir werden ihn nicht erwischen. In Ordnung. Captain, beginnen Sie mit dem Angriff, ganz egal was passiert. Konzentrieren Sie das Feuer auf den Sternzerstörer. Legen Sie die Waffen weg, Cloudleiter. Sie haben sich zum letzten Mal in meine Angelegenheiten gemischt. Das werden wir sehen. Meister Elvira! Donnerwetter, das war knapp! Das kann man so sagen. Ich muss mich um Gouverneur Beo kümmern. Vader scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Gehen Sie nur, ich komme schon zurecht. Aber seien Sie vorsichtig. Macht ist mit euch, Meister Elvira. Dennoch seid ihr alt und schwach. Für euch reicht's gerade noch. Beo, ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr. Unsere Feinde befinden sich am Rückzug. Ich muss jetzt nach Meister Elvira sehen.
unser Kommandoschiff zerstört. Sofortigen Rückzug einleiten. Ich wiederhole, Rückzug! Unterschätzt dich meine Kraft. Wiedersehen, Vader. Eines Tages.